Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Challenge. Ja, es ist kein Meisterschick, ich weiß, aber ich will eigentlich schon seit 5 Stunden endlich ins Bett gehen, aber jetzt ist mir eingefallen, Misch, du hast heute noch gar nicht die Daily Challenge in Gold gemacht und habe sie jetzt noch schnell hier erledigt. Daher liege ich auch im Ergebnis nur knappe 12 Meter über der Goldmedaille und hoffe, dass ich die jetzt bis nachher um 10 Uhr halten kann, aber es sind ja nicht mehr ganz so viele Stunden. Okay. Wir kommen langsam in das schwierigere Bereich, aber ja gut, die ersten 300 Meter, ihr wisst ja, sind ja eigentlich immer ohne Probleme zum Schaffen. Hier auch wieder runterziehen, direkt gleich hochziehen. Entweder man erreicht dann die erste Plattform oder man zieht die zweite runter. Je nachdem muss man halt eben dann den Sprung anpassen. Hier auch wieder ganz schnell klicken, wegschneiden den anderen. Hier ziehe ich einfach rüber, lass mich fallen, geh rüber, schneid die Seile ab und nutze das Ganze als Sprungbrett. Also es muss ein schönes Timing sein, damit das Ganze schön klappt. Hier abspringen, dann kann man diese Stufe einfach auch noch mal ein bisschen einfacher nehmen. Entschuldigung. Und hier auch einfach wieder fallen lassen, rüber, Absprung, Absprung, umhauen, runterziehen, beiden Lungs abspringen, auf den Ring, einmal einklatschen, runterziehen, hochziehen und rüberspringen. Also alles eigentlich recht einfach. Die ersten Teile, die kennen wir ja schon zu Genüge. So, hier kommt auch wieder einfach einmal rüberziehen, weiter auf den Ring, abschneiden und wenn es gerade wieder am Hochfedern ist, dann abschneiden. Jetzt kommt der schwierige Teil. Hier hochziehen, abspringen, langsam ab, anhauen und hier habe ich dann komplett versagt. Ja, also ihr seht, 972 Meter, es reicht für eine Goldmedaille gerade so, aber es ist nichts Gutes. Ich hoffe, es morgen wird es besser. Ich danke euch aber trotzdem vielmals fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich über ein Like und ein Abonnement freuen. Ich danke euch vielmals und bis dann.